Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, wir sind hier das Feld am Pflügen, damit wir hier Gras ansehen können. Ich weiß, dass das keinen Unterschied bei Gras macht, ist mir stark bewusst. Möchte ich trotzdem ganz gerne machen. Zweitens, ich sitze immer noch im Keller. Wir sind in der Vorproduktion, weil ich am Freitag heirate. Und deswegen ist der Sound auch noch von meiner Stimme so ein bisschen hallig und scheiße, weil der Raum einfach noch nicht fertig ist. Möchte aber trotzdem ganz gerne aufnehmen, weil ab und zu mal was anderes machen ist auch ganz schick. Und jetzt los mit True Farming. Mein lieber Scholli, da hast du aber was angeschleppt hier. Leck mich am Arsch. Was soll ich dir? Ja, Liv, wie kann ich dir helfen? Wo bist du denn? Ich bin auf Feld 114. Warum? Pass bitte immer gut auf dich auf, wenn du was machst, ja, und pass auf, dass nichts passiert. Ja, warum? Ja, es kann immer was passieren, es gibt so viele merkwürdige Dinge im Leben, die man nicht zuordnen kann, das, pass auf, es kann immer was passieren. Nicht, dass auf einmal die Traktoren anfangen, Leute zu fressen oder so. Ja, okay, ich pass drauf auf. Ist aber süß, dass du dich so um mich kümmerst. Ja, ich habe Angst, dass dir was passiert. Boah, mir passiert schon nichts. Ich hab Ole. Oh. Sowas sagst du, da kribbelt das überall bei mir. Ich hab Ole hier, der passt schon auf mich auf. Oh Gott. Ich fahr mal die Maschine holen. Ja, ZZ. Das Gras muss heute noch gesät werden hier. Ja, sieht cool aus, das Ding da. Perfekt. Das Ding ist ehrlich gesagt ein bisschen zu groß. Braucht aber einen Meter. Ja, das sag ich dir, aber. Müssen noch ein paar gemacht werden, ne? Da sind noch mehrere. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Probleme hier mit dem Flug. Aber tauschen oder was? Ja, bitte. Ich kenne mich ja normal mit großen Dingen aus, aber. Der lenkt sich auch irgendwie so doof, der Challenger. Warte, da muss ein Fach mal ran. Mit großen Dingen kenne ich mich aus. Warte, ich komme. Ja, komm mal. Ich helfe dir da. Ja, komm. ZZ. Könnt ihr den Funk-Channel wechseln, wenn ihr sowas redet? Nein. Lass mal stehen, den Ochsen. Da macht ihr richtig Bock mit dem Ding da. Hier, du musst aber gucken. Hier habe ich ab und zu mal so ein paar kleine Signale vergessen. Mach das ordentlich. Ich will, dass das vernünftig geflügt hier ist. Das sagt der Richtige. Ja, ich weiß. Halt's Maul. warte mal. Soll ich nicht vielleicht hier direkt erst einmal drüber düngen und dann grubbern? Das ist einmal schon gedüngt. Ich habe doch schon Gülle gefahren. Ja, aber jetzt haben wir geflügt. Jetzt können wir nochmal düngen. Dann haben wir ja schon die zweite Düngerstufe drauf. Wenn das funktionieren würde, Das funktioniert. Nee, dann müsst ihr erstmal Kalk. Kalk muss erstmal drauf. Nee, Kalk ist hier schon. Kalk braucht auf der, zumindest auf der 116 nicht. Nee, Kalk muss drauf. Bei mir muss Kalk drauf. Was? Nein. Hä? Was denn jetzt? Auf der 114 muss auch nicht. Na dann, düngen. Bei mir war eben Kalk angezeigt. Na egal. Auch gut. Machen wir kein Kalk. Machen wir Dünger. Muss mal ein bisschen gepflügt werden hier, ja, aber sonst. Ja, ist gut. Was ist denn mit der 115? Was ist denn mit der? Nee, ist auch schon alles. Ich gehe jetzt mal eben den Dünger holen. Du tue ich mal, ich fange vorher mit Feld 5 an. Nee, ich fange erst hier unten an, damit du direkt ansehen kannst. Genau. Dann mache ich. Felder, die angefangen werden müssen. Ja. Ja. So, dann holen wir mal schnell den Dünger. Hallo, Herr Bär. Ach, hallo, hallo. Bär, hallo. Ja, ach, moin, Herr Bär. Wer sind Sie denn? Ich hatte ja nur Ahnung, dass Sie dran sind. Mein Klingelton kennen Sie schon, was? Ja, genau. Das freut mich. Sie, mal eine kurze Frage. Ja. Was haben Sie denn mit den Blattläusen gemacht? Ich habe damit nichts gemacht. Haben Sie die vielleicht mit Energy gespritzt oder sowas? Ich konnte die gar nicht spritzen. Ich wollte eigentlich auf natürliche Basis das machen mit Marienkäferlarven. Hatte der Landtunnel nicht. Dann haben sich die Viecher so weit ausgebreitet, dass ganz Schwarzingen davon infiziert war. Laut der Stadt waren sie auch in Maschinen drin und deswegen, ja. Ja
Bei mir waren die Felder, die waren top, die waren, also so schöne Felder haben wir lange nicht gesehen. Ja. Und zack, alles weg. Tja. Aber weswegen ich anrufe. Ja. Wir wollten ja mal die Metzgerei kaufen. Genau. Steht das noch? Das steht noch, ja. Sehr schön. Ich hatte jetzt in einem Alpha schon einen Viehtransportwagen bestellt. Ja. Da hatte mich der Bürgermeister jetzt bei der Zulassung gefragt, ob wir denn beide einen bräuchten. Und ach so. Ich denke mal, bräuchten wir nicht, aber ich bin der Meinung, dass ich ihn öfter bräuchte als Sie. Und dann willst du meinen haben, also den, ja. Nee, andersrum. Du kannst deinen Dusa, oder Sie können den wieder verkaufen. Du kannst ruhig zu mir du sagen, alles cool. Okay. Dann verkaufe ich meinen. Ja. Und ja, machen wir so. Aber dann muss ich mir aber versichern, dass ich den auch mal haben kann. Also. Ja, natürlich. Also ich brauche den, wenn singe ich die Tiere immer morgens zum Schlachter, beziehungsweise fahre die umher. Ja. Und dann kannst du den immer haben. Ja gut, dann machen wir das so. Dann verkaufe ich meinen. Dann kaufst du mir ja einen, ja, alles okay. Gut. Wenn du mal Zeit hast, oder beziehungsweise im Moment wäre es ja blöd, die zu kaufen, weil Tiere sind ja auch alle weg. Ja. Also ich denke mal, in 2-3 Tagen müssen wir uns dann mal zusammensetzen, wie wir das genau machen. Auf jeden Fall, ja. Alles klar. Gut, dann machen wir das so. Schön, freut mich. Ja. Dann noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch, Johannes. Dominik, ja, nein, Johann, wünsche ich dir auch, Dankeschön. Oh mein Gott. Sag mal, Fritz, wo bist du gerade? Am Hof und lade Dünger. Fritz, ich habe wirklich Angst wegen diesem Handabdruck. Ach, der Handabdruck, da war ja noch was. Nein, Moment. Ja, aber ich weiß nicht, weil der Bayer hat ja gesagt, es dauert noch und ich will dem ja nicht auf den Sack gehen, ne? Und so, deswegen lass da mal nicht nachfragen, aber Fritz, was... Ach so, nicht nachfragen. Der wird schon sagen, wenn irgendwas bei rauskommt, oder? Ja, sicher. Um ehrlich zu sein, habe ich das ein bisschen vergessen. Wie kannst du das vergessen? Weiß ich nicht. Du bist so sorglos mit der Welt. Vielleicht können wir das jemand in die Schuhe schieben. Wie meinst du? Ja, vielleicht können wir ja Beweise fälschen und sagen, dass der Miguel das war. Dann? Pritzel, du bist auf Bewährung. Wenn es auffliegt, bist du weg vom Fenster. Ja, hast recht. Ja. Ja, was machen wir denn? Ich weiß ja auch nicht, wie das passiert ist. Ich meine, es ist innen, da muss jemand in unserem Container gewesen sein. Ja, vielleicht hat er sich mit unserem Bettlaken eingewickelt oder hat Fernsehen geguckt, ich weiß nicht. Aber warum macht man einen Handabdruck an die Tür? Ich weiß nicht. Vielleicht sind das auch nur Fettfinger. Vielleicht hat er was von meiner Pizza gegessen. Aber... Guck mal, es muss ja erstmal überhaupt jemand da reingekommen sein, um da von innen an die Tür zu batschen. Die Tür steht hier immer auf. Noch schlimmer. Hast du denn jetzt so mega Angst, oder was? Ich bin ein bisschen verunsichert, Fritzel. Du musst mir versprechen, dass wir das Schloss hier austauschen, okay? Und dass wir nachts alles absperren und auch tagsüber die Tür hier zumachen. Ja, okay. Und dass wir alle Türen geschlossen halten, ja, alle Hoftüren und so. Und dass wir, vielleicht sollten wir Bodyguards bestellen oder so. Okay. Soll ich Ole vor unserer Haustür platzieren? Wir brauchen einen Hund, Fritzel. Ja, stimmt, wo ist mein Hund? Aber keine Merkel, sondern halt was Richtiges, was Böses. Okay. Irgendwas Böses, was alles anfällt. Wenn wir so einen Hund haben, da weiß ich schon, wer wieder 5-mal zur Polizei muss, deswegen. Ja. Ich bin doch einfach nur ängstlich, Fritzel, weil du und Mo und Oli, ihr seid die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Wenn ihr einfach verschwindet, dann oder wenn irgendwas passiert, dann weiß ich nicht. Liv, du brauchst keine Angst haben, es passiert nichts. Fritzel. Uns passiert nichts. Wir können ja auch so machen, dass wir das, dass wir umziehen in das, in Oles Haus und Mo und Ole schieben wir hier rein. Das ist eine gute Idee.
Soll ich das in die Wege leiten? Ja, bitte, Fritzel. Okay, mache ich gleich. Dankeschön. Ole? Yep. Du ziehst jetzt da hinten aus. Was? Du ziehst aus. Ich zieh aus. Du ziehst jetzt hier bei mir in die Butze und wir ziehen, und Liv und ich ziehen in dein Haus. Aber geht's noch? Ja, was denn? Hier war ist doch der Handabdruck drauf und so. Liv hat Angst. Ich habe viele Hardcore-Filme hier unten stehen. Da braucht man Ecke voll. Ole, jetzt sei mal nicht so. Ja, ich brauche meine Lektüre abends zum Einschlafen. Ja, ich auch. Ja, siehst du. Ja, und nicht immer dieselbe, also muss ich alle mitholen, so. Da sind wir eine Woche lang damit beschäftigt. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben. Warum willst du jetzt ausziehen aus dem Container? Das ist genau dasselbe wie bei mir, nur ein bisschen kleiner. Ja, aber Liv hat Angst. Ja, dann kann, Liv kann hier rüber zu mir kommen, dann brauchst du die Filme nicht alle. Dann kannst du die ausleihen bei mir. Nein. Auch nicht, ja. Umziehen ist ganz schlecht. Warum? Ja, dann, warum hat die denn Angst? Da stellt Mo vor die Tür, ey. Dann kommt eh keiner. Ja, dann hast du so einen Spanner vor der Tür sitzen. Mo ist doch kein Spanner. Ja. Ich hab mal einen Storch, komm. Ist gut, dem passiert nichts. Doch, der Mo weiß nicht, dass es Männer und Weibern gibt. Den kannst du ruhig vor die Tür setzen. Geht nichts. Kann er das meinem Container ausziehen? Also ich bin eingerichtet häuslich. Ole. Ist ja nur vorübergehend. Ich kann mal eine Nacht tauschen, dass wenn einer kommt, dass dann nichts passiert, ja. Ole. Ist doch nur vorübergehend. Ja klar, mein ich ja. Du kannst mal eine Nacht da pennen, ja. Doll. Aber nicht auf meinem Bett lag. Dann wird das Bett erstmal eingeweiht. Warte, kein Kummer. Das ist schön abgelegen hier. Hier kriegt keiner was mit. Wenn ich da oben irgendjemanden mit einschleppe, das kriegt jeder mit. Das ist das Scheiße hier. Nicht. Unten ist gut die Butze, die ist optimal. Gleich wieder da. Jo. Halt, Baya. Polizeiinspektion Schwarzingen, beim Apparat. Ja, guten Tag, Herr Baya, der Fritzl für Sie hier. Moin. Morgen ist schon ein bisschen zu spät, aber ja. Es heißt immer Moin. Ja, bei uns heißt es Servus. Aber ja, was gibt's? Ja, denn? Servus! Du, hör mal, die Liv hat so ein bisschen Angst wegen den Handabdruck. Ja. Verfracht uns mal in eine 4-Sterne-Suite. Nein. Warum denn nicht? Weil wir die hier nicht haben, Herr Frizzy. Haben sie... Sie können gerne bei uns in der Zelle schlafen, wenn sie wollen. Nee, danke. Es ist sogar ein Fernseher drin. Und sie hätten ihr eigenes Bett. Gibt's eine Minibar? Ja, das haben wir nicht. Wir haben eine Teeküche oben. Okay. Wie sieht das denn aus? Kannst du mal die Schlösser da wechseln oder so? Warum soll ich die Schlösser wechseln? Wechseln Sie doch die Schlösser. Hallo, da müssen Sie halt... Ich bin nicht Schlüsseldienst, Herr Freezy. Ja, ich weiß nicht. Sind Sie? Nein. Das ist schon eine Anmaßung, die Sie hier rausbringen. Wieso? Weil ich Polizist bin und kein Schlüsseldienst. Ja, macht ihr nicht beides? Nee. Ja, Polizei, Freund und Helfer. Ich dachte, die helfen dann. Ja, wir helfen gerne. Ich kann Ihnen gerne die Nummer von dem Schlüsseldienst geben, aber ich wechsle nicht Ihr Schloss aus, weil das ist zu teuer für Sie, wenn ich das mache. Warum? Weil meine Arbeitszeit sehr teuer ist und die Sachen, die wir verbauen, auch sehr teuer sind. Das können Sie sich nicht leisten. Ach, jetzt tun wir nicht so. Wer wechselt denn Ihr Schlösser aus? Rufen Sie mal. Fragen Sie mal einen Friedrichsen, der weiß das bestimmt. Friedrichsen. Fragen Sie beim Landhandel, die sind ja ein bisschen mechanisch aufgestellt, vielleicht haben die ja irgendwo noch einen Schlüssel rumliegen. Ja, bestehen bestimmt mehrere Schlüssel irgendwo rumliegen, weil sie ja von. Weil das so kleine Spanner sind, aber. Ja, das kann auch sein. Nee, wie gesagt, also von uns aus, wir sind dran, wir sind am Ermitteln. Ja. Ich bin ja auch des Öfteren bei Ihnen und pass auf, von dem her. Ja. Auch die Frau Hansen sich eigentlich keine Sorgen machen. Wie sieht das eigentlich aus mit Ihren Dokumenten? Sind die wieder aufgetaucht? Leider nicht. Wissen Sie denn schon, haben Sie schon Anhaltspunkte? Ich gehe immer noch davon aus, dass es der Landhandel war, aber wir haben ja den ganzen Landhandel durchsucht und nichts gefunden. Wir haben leider keine Anhaltspunkte. Hm. Ja. Aber es wird wahrscheinlich, ja. Oder ein bisschen Druck machen, vielleicht kommt dann irgendwann mal was raus. Ne? Ja. Aber sie soll sich keine Sorgen machen, die Frau Hansen. Sie wohnen ja gleich ums Eck von der Dienststelle, deswegen ja, passt alles. Und wenn es zu Ding ist, dann schlafen sie einfach in der Dienststelle, da kommt keiner rein und fertig.
Wo sollen wir schlafen? In der Dienststelle? Ja, halt in den Zellen, da können sie ja pennen. Oh, nee, nicht in den Zellen. Ja, sie müssen auch die Tür nicht zumachen. Haben Sie mal unsere Zellen gesehen? Die sind Luxus pur. Da ist ein Fernseher drin, da ist ein Bett drin, da ist ein Tisch drin, also hallo? Komm. Dann können sie ja die Liv in die eine Zelle einsperren und sie in der anderen, dann haben sie nicht an der Backe. Hallo? Achso, ja. Du bist schon ein bisschen frech, ne? Sie können, ich kann sie auch in die Zellen einsperren und dann in eine und dann machen sie halt den ganzen Tag nichts anderes als, ne? Hä? Bin ich dafür? Was? Hä? Warum soll ich ihnen was geben, wenn sie ihre Frau, ne? Ich hab gesagt, bin ich dafür? Achso, okay. Ja gut, passt. Sprech undeutlich. Wenn das, dann kommen sie einfach rüber. Ja. Alles klar. Darf ich ihnen was fragen? Darf ich sie mal einen Witz erzählen, fragen? Ich weiß nicht, wie man den Witz fragen kann, aber ja, ja, pass auf. Was ist eine Polizistin, wenn sie ihre Tage hat? Das ist nicht lustig und auch frauenverachtend, weil nein. Red Bull ist nicht. Oh, wo die wussten das? Ja, sie nennt man Red Bull. Natürlich weiß ich das. Den habe ich heute gelesen auf Facebook. Du weißt aber schon, wie alt der ist, oder? Ja, Mann, nö, keine Ahnung. Sagen Sie das mal zu einer Polizistin. Sehr gerne. Haben wir eine? Ja, hier nicht. Aber dann sind sie wahrscheinlich in Zukunft Beef Jerky, wenn die mit ihnen fertig ist. Wow, okay. Alles klar. Alles klar, aber ich muss weiterarbeiten, keine Zeit mehr hier rumzualbern. Wir hören uns, ne? Dachte ich mir, ne? Alles klar. Tschüss. Da. Liv? Ja? Ole will nicht ausziehen. Und der Bayer will unser Schloss nicht wechseln. Er hat uns einen Vorschlag gemacht, dass wir in den Zellen schlafen dürfen. Okay. Was? Naja, dann müssen wir zum Scheißen in eine andere Zelle gehen, aber... Passt doch. Chef, eigentlich wohnst du doch eh schon da, ist doch egal. Sag doch sowas nicht, Leute. Gibt's denn keinen, der Schlösser tauschen kann? Soll ich mal beim Landhandel fragen? Nein. Ich frag danach. Ich bin gleich wieder da. Okay. So. War der Telefon? Ich bestell das. Ja. Ja? Guten Tag, Miguel. Ich bin's, der Fritzl. Ja, sag an. Du, sag mal, kannst du Schlösser wechseln? Was kann ich? Schlösser wechseln. Ja, was für Schlösser? Kannst du bei mir an der Haustür ein Schloss wechseln, bitte? Ja. Wie lange dauert das? Was? Bei dir an der Haustür ein Schloss wechseln? Ja, an meinem Container. Haustür kann man das ja nicht nennen. ja, kann ich machen. Muss ich im Baumarkt eins holen und wechseln, ja. Ah, du hast nichts rumfliegen da, oder was? Naja, doch. Also, ja, ja, Schloss wechseln ist ein Zylinder wechseln. Ist jetzt nicht das Ding seine Schraube, Digga. Ja, dann mach ich selber. Kann man da nicht so ein Sicherheitsschloss dran machen mit Fingerabdruck und Stimmerkennung und dass man das noch so... Das können wir auch machen, das ist dann etwas aufwendiger, aber können wir machen, ja. Und dass man das noch so anhauchen muss, damit er den Speichel erkennt oder so? Dann musst du auf deinen Mundgeruch einstellen. Da hast du ein Problem, wenn du die Zähne gepulst hast, da kommst du nicht mehr rein. In dem Fall dann nicht, nee, aber ihre Scanner kann ich dir anbieten. Oh ja, den will ich. Ja, naja, dann machen wir so. Echt jetzt? Ja, ich komme runter, baue ich ein, aber darf ich fragen, wieso du ein neues Schloss einbauen willst? Ist es eingebrochen worden oder was? Ja, nee, eingebrochen gleich nicht, aber da ist ja dieser Handabdruck bei mir an der Haustür da gewesen und die Ermittlungen laufen ja deswegen und ja, die Liv hat... Was ist bei dir an der Haustür gewesen? Dieser Handabdruck. Was für ein Handabdruck? Weißt du davon noch nichts? Nee. Ja, bei mir an der Tür ist so ein komischer Handabdruck und... Der Bayer macht ja jetzt hier Bodyguard bei mir am Hof und alles und ja. Okay. Die Liv hat jetzt natürlich ein bisschen Angst, weil keiner weiß, woher der Handabdruck kommt. Der passt zu keinem von uns am Hof und ja. Okay, krass. Müssen wir natürlich ein bisschen, ich kann sie natürlich verstehen. Dann wollten wir in Oles Haus reinziehen, der zieht aber nicht aus, weil er seine Hardcore-Filmchen nicht auspacken will. Ja, ich komm mal vorbei mit Harry. Ja. Aber ich muss ihn erstmal kurz auf den Wanz hauen.
Okay. Gut, alles klar. Bis dann. Bis tschüss. Dann. Tschüss. So. Liv? Ja, Fritze. Der Landtunnel kommt und wechselt das Schloss aus. Juhu. Hast du vorher nach einem Preis gefragt, oder? Ach, scheiße. Wer wechselt das aus? Der Landtunnel. Aber die... Du willst einen Landtunnel im Schloss? Schloss auswechseln lassen? Überprüfen, dass die nicht auch einen Schlüssel haben, ne? Richtig, ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Ganz schlechte Nummer. Ah, Leute, wir müssen auch ein bisschen Vertrauen mal, ne? Hä, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, das sowieso. Merk dir das mal. Hä? Hä? Wieso soll ich mir das merken? Wenn ich beim nächsten Mal kontrolliere. Wie willst du mich denn kontrollieren? Bei was denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung gerade, du. Keine Ahnung. Breezy? Ja. Die Tiere haben soweit Futter. Ja. Wo soll ich ein Wasser holen? Und mit was? Mit unserem. Eimer, Karl Otto mit dem Eimer. Ja, wie der Mo hier Wasser holt. Ob die Liv weiter Angst haben muss, ob der Ole heute nochmal arbeitet, das alles in der Alter. Nächsten das alles in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.